Alle Hersteller konventioneller Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, die wir überprüft haben, setzen nach wie vor Kunststoffe in fester, flüssiger oder anderer Form ein und nennen sich trotzdem mikroplastikfrei. Möglich machen das Schlupflöcher mit einer engen Definition, so auch bei Beiersdorf mit der Traditionsmarke Nivea. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, das sich Verantwortung, Vertrauenswürdigkeit und vor allem Innovationskraft so stark und groß auf die Fahnen schreibt, seine Verbraucher für dumm verkauft und es nicht schafft, wirklich plastikfrei zu produzieren? Wenn, dann ja wohl Beiersdorf. Die können das schaffen.